Guten Morgen aus Matembe. Wir haben heute hier unseren allerersten Tag. Es ist jetzt unsere letzte Unterkunft hier auf Sansibar. Wir verbringen hier noch 9 Tage und ich zeige euch einfach mal jetzt erstmal unser Zimmer und dann die Anlage. Wir sind hier unten untergebracht, haben hier so eine kleine süße Veranda, wo wir schön sitzen können. Und dann geht's hier rein. Hier links haben wir einen kleinen Kleiderschrank. Dann haben wir hier ein großes Bett. Auch richtig gemütlich und lang genug auch für Hendrik. Ja, dann haben wir hier einen Spiegel mit einem Tisch und Stuhl. Kleines Fenster. Und hier das Badezimmer. Genau, ist alles super neu und total hübsch gemacht. Also ich glaube mit das beste Bad, was wir bisher hier hatten auf Sansibar. Ja, und dann zeige ich euch mal, wie es draußen aussieht. Wir fühlen uns pudelwohl, es ist alles super grün und ja, einfach total ruhig, kaum Leute hier, alles total gemütlich gemacht. Einige Sitzgelegenheiten hier drüben, dort ist dann die Bar. Also hier seht ihr die Bar, Restaurant, Hängematte. Dann gibt es hier oben einen Bereich, da zeige ich euch mal, wie es hier aussieht. Hier müsste auch Hendrik gerade warten. Mal gucken. Okay, er ist woanders. Genau, hier kann man auch nochmal richtig schön sitzen mit einem herrlichen Blick. Und dann haben wir einen wunderschönen Pool. Mega, mega schön mit zahlreichen Sitzgelegenheiten zum Abgammeln. Richtig schön gemacht und natürlich mit Blick aufs Meer. Und wenn man dann hier runter geht,
kommt man direkt zum Meer. Schaut euch das an. Mega schön. Wow. Es ist 9:30 Uhr. Ich gehe jetzt zum Frühstück. Frühstück ist hier bis um 11 Uhr. Und das haben wir hier mit dabei. Da gibt es immer eine schöne Obstplatte. Und dann bieten die noch so zwei, drei andere Sachen an, wie Pancakes, Omelette, glaube ich, mit Toast und so. Aber Pancakes und Omelette kommen für uns hier nicht in Frage. Nichtsdestotrotz nehmen wir uns trotzdem immer noch was mit zum Frühstück von unseren Dingen. Zum Beispiel ein paar Früchte. Hier haben wir jetzt noch Reis vom Vortag, vom Vorabend. Dann unser Moringa-Pulver, was wir in Stonetown ergattert haben. Was hier auch sehr, sehr köstlich ist, sind die frisch gemachten Säfte. Da gibt es immer ein Glas pro Frühstück dazu. Da haben wir heute Wassermelonensaft, ist auch ohne Zucker hier. Ja, an Obst hatten wir heute Papaya, Ananas, Wassermelone, Banane. Und wir hatten uns selber jetzt noch eine Mango aufgeschnitten. Und jetzt haben wir noch wieder unseren berühmten Sweet Rice Porridge bestellt, zweimal ohne Zucker. Aber der hat ja auch mal sehr lecker geschmeckt, da machen wir ein bisschen Honig rein. Und dann gibt es vielleicht noch ein bisschen Brot mit Avocado. Mal schauen. Stinknormale Frage, die man einen DJ fragt, der gerade Musik auflegt, ob seine Freundin einen mal rasieren kann. Habe ich ihn gestern gefragt auf Empfehlung hin, aber sie rasiert leider nur und schneidet nur Frauen. Das heißt, ich muss weiter fragen. Ich habe nämlich keinen Rasierer mit und Sophie und ich wollten noch ein Fotoshooting hier durchführen. Da muss ich das Ganze noch mal ein bisschen in Schuss bringen. Mal gucken, ob ich noch mal später Glück habe. Mein international gefragtes Model hat hier eine Anfrage bekommen für diese einzigartigen selbstgestrickten Bikinis mal kurz zu shooten. Ich finde das rosa, das passt zu deiner braunen Haut einfach phänomenal gut. Oh, das Oberteil ist schön. Zweifarbig? Also sitzt halt auch. Drehst. Ja. Ich wollte euch zeigen, hier bei den schweren Gegenständen zum Ankern der Schiffe finden sich schon zahlreiche wunderschöne Fische. Mal sehen. Der gute einheimische Junge hier, der Local, nimmt fleißig die Wäsche ab, wie Mutti ihm aufgetragen hat. Und lässt er wieder in den Dreck fallen, nachdem sie gewaschen wurde. Beim Abziehen ist ihm das am Anfang alles runtergefallen. Das weiß natürlich die Mutti nicht. Das wird sie auch nie erfahren. Jetzt zusammengeknüllt. Und jetzt traditionell auf dem Kopf gelagert und ab zu Mutti in die Wohnstube. Nochmal umdrehen und gucken, ob man nichts vergessen hat. Und da ist es das zweite Mal auf dem Boden. Oh, und das hat Mutti so mühevoll gewascht. Waschen. So, Mami, ich hab's abgenommen, ist mir auch nicht runtergefallen. Das Brot ist noch der Rest vom Frühstück zusammen mit der Avocado. Den Rest habe ich mir dazu geschnippelt. Das wird jetzt einfach mein bescheidenes Abendbrot mit dieser Aussicht aus unserem Bungalow. We'll be right back.
auch da? Supi? Simone, wurde bei dir erst mal. Die Kirche hat gelernt von all meinen Fragen und nach hat, 11 Tagen. Von meinen Fragen nach weiteren Portionen und hat jetzt einfach mal eine größere Portion mir hingestellt. Mit einem ganz guten Löffel. Ich glaube, das dann ich glaub, auch Hendrik, paar Stunden reicht. Hendrik wird heute satt. Heute ist mein bester Tag. Und erzähl mal von unserer neuen Frucht, die wir entdeckt unsere haben. Unsere neue Frucht, das ist die Zaituni, glaube ich. Zaituni mit Z auf Englisch. Auf jeden Fall ist Sophie begeistert davon. Oh, super sie lecker. Ist sättigend, wahrscheinlich so ein bisschen ölig. Ja, und cremig und süßlich, wie Süßkartoffel. Ein bisschen, genau, Konsistenz wie Süßkartoffel, aber schmeckt auch leicht süß und ist unfassbar lecker, wie so ein cremiges, vollmundiges Dessert. Süßkartoffel-Dessert. Mhm. Wow. Mega. Und jetzt machen wir einen kurzen Test. Einen mündlichen Test. Einen mündlichen Test. Santiago, are you ready? Ja. Okay. What means dolphin? Woohoo! Okay, you count, okay? You count. Yeah. Ah ja, okay. Okay, next one. Das ist ein Film. Ja, komm. Okay. Wir verkaufen vier Obst. Ja. Super. Ja, yeah, good. Okay, 2 points for you. Woohoo! Only 3. Hello, how are you? Good, yeah? We have lesson here. German lesson. Ja, yeah, come on, listen. Come on. Guten Morgen! Langsam, langsam! Wir verkaufen hier Obst! Ja, ja, kaputt! Die machen hier einen Kipper, wo das noch viel flacher ist als bei uns im Pool. Ja, auch 5 Wochen gehen mal irgendwann vorüber. Jetzt ist es soweit. Wir sind am Flugplatz und jetzt endlich Flughafen. Hinter dem Check-in nach 2 Stunden Problemklärung haben wir es jetzt geschafft und sind jetzt vorm Gate. Also die haben 2 Stunden gebraucht, um unseren Test zu kontrollieren und Flug einzuchecken. Da gab es Probleme, wir waren nicht registriert im System. Und haben jetzt 2 Stunden beim Check-in verbracht und sind jetzt übelst hierher gehetzt und sind einfach mal übelst fertig jetzt. Dann mussten wir noch dies und das jenes ausfüllen hier. Mann, ey. Naja, jetzt haben wir es geschafft. Und jetzt geht's. Es geht alles klar. Und na, jetzt geht alles klar. Ja, jetzt geht alles klar. Na gut, veganes außer Menü haben wir jetzt nicht, konnten wir jetzt nicht auswählen. Und ja, Sitzplätze haben wir jetzt einfach so irgendwelche bekommen, aber passt schon. Jetzt geht's nach Deutschland. Dann gucken wir mal, wie da so die Stimmung ist. Ja. Wir sind zurück in Deutschland. Wuhu, wir haben es geschafft. Ja. 2 lange Flüge mit Aufenthalt in Doha. Einigen Zwischenfällen. 5 Wochen Sansibar sind jetzt vorbei. Man sieht es mir an. Jetzt kann ich mich wieder rasieren. Ich dachte 3 Wochen, das wird ja wohl gehen mit Bart und so. Dann sind es doch 5 Wochen geworden. Ja. Ja, wir sind jetzt ziemlich müde, können es gar nicht so richtig glauben, dass wir wieder hier sind. Aber die Sonne hat uns herzlich begrüßt. Wir sind total froh, dass die Temperaturen recht angenehm sind. Haben die letzte Nacht auch circa fast 2 Stunden geschlafen, vielleicht 1,5. Yeah. Und ja, jetzt warten wir noch auf unsere Mitfahrgelegenheit, um zurück nach Dresden zu kommen. Und dann sind wir mal gespannt, wie der Alltag hier so aussieht für uns, wie wir so die entspannten Gefühle aus Sansibar mitnehmen können, wie uns das gelingt. Wir haben uns auf jeden Fall vorgenommen, die sehr, sehr gute Laune, die Tansania immer mitkriegen, auf jeden Fall auch aufrechtzuerhalten und die Leute hier damit noch mehr anzustecken. Zusammenfassend hoffen wir natürlich, dass wir euch viele schöne Impressionen aus Sansibar, aus unserer Sansibar-Zeit mitgeben konnten. Genau. Schreibt gerne unten in die Kommentare, ob es euch gefallen hat oder nicht. Was und ihr noch so dazu zu sagen habt, ob ihr noch Fragen habt oder eure Erfahrungen teilen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dann. Tschüss.